Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Propolis-Ernte. Das will ich zum ersten Mal versuchen und da will ich euch zeigen, nach welchem System oder mit welchem System ich das versuchen möchte. Dann schauen wir einfach, was ist momentan Stand der Dinge am Bienenstand, welche Arbeiten gibt es zu tun, was honigt, honigt überhaupt gerade was? Und dann geht es natürlich zwangsweise um mein T4. Der hat einen Kupplungsschaden, da muss das Motorgetriebe raus und das mache ich gerade immer, wenn ich irgendwie eine freie Minute habe, beschäftige ich mich mit diesem Thema. Ist ein bisschen aufwendig, ich habe mich entschlossen, das selber zu machen. Ja, so hallo, jetzt bin ich endlich mal wieder bei den Bienen und mache auch einen Film, also ich bin auch mal bei den Bienen, wenn ich keinen Film mache. Ich bin jetzt hier wieder an dem Standort, wo ich ja die Bienenvölker nach dem Raps hergefahren habe, wo ich in dem Video ja hier gesagt habe, habe ich keine Zunahmen, habe ich zeitweise immer noch keine Zunahmen. Ich habe einzelne Tage, da gibt es extreme Zunahmen, mit 2 bis 3 Kilo und dann habe ich halt auch mal wieder 4 Tage nichts. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also hier ist ein Obstbaubetrieb in der Nähe, vielleicht liegt es daran, dass da was blüht oder wenn der gießt oder was weiß ich weiß es nicht. Brombeeren gibt es hier eigentlich auch ganz viele, wilde Brombeeren. Da sehe ich aber keine Bienen dran. Und wie gesagt, auf der Waage sehe ich das auch nicht. Kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass zu wenig Wasser einfach da ist. Wir hatten jetzt gestern Regen. Jetzt bei mir daheim, das sind ja nur hier ein paar Kilometer weg, mit 35 Liter, ein Gewitter. Hier im Hintergrund, man sieht es vielleicht oder man hört es vielleicht, kommt das nächste, hoffe ich, dass es regnet und dass wir dann auch wieder bessere Zunahmen bekommen. Na, die Bienenvölker fliegen wirklich schön eigentlich. Also ich denke, heute gibt es eine Zunahme. Da hinten blühen ein paar Linden. Wir haben einen relativ schweren Boden. Ich hoffe, dass die da unten irgendwo noch Wasser haben, weil die Linde braucht ja wirklich Wasser, dass es da honigt. Vielleicht ist gestern mit dem Gewitter, heute noch mal ein Gewitter. Vielleicht passiert dann auch noch was mit den Brombeeren. Ich bin einfach mal gespannt und warte ab. Ich habe es jetzt auch alle nicht weggefahren, weil es eigentlich bei allen meinen Standorten hier in der Gegend ähnlich aussieht. Also ich habe mal einen Tag ein bisschen eine Zunahme, dann habe ich mal wieder eine Nullnummer, dann habe ich wieder eine Nullnummer, dann wieder ein bisschen Abnahme. Also so berauschend ist das nichts. Im Wald habe ich auch keine Zunahmen. Ja, also das muss man auch sagen. Da habe ich jetzt auch noch mal nachgeschaut, da habe ich auch relativ wenig Läuse gefunden. Die Läuse sind ja eigentlich, oder sind notwendig, dass es Waldhonig gibt. Und in manchen Jahren vermehren die sich halt entsprechend super und in anderen nicht. Und es sah ja eigentlich im Jahresanfang ganz gut aus oder auch noch im März. Aber jetzt wahrscheinlich durch das, dass es keine Kälte gab im Mai, mit den Eisheiligen hat sich einfach dieser Maitrieb bei der Tanne, also der junge Austrieb, einfach extrem schnell entwickelt und die Läuse konnten das nicht nutzen. Und so wie es aussieht, haben wir ja auch keine Schafskälte im Juni. Also es ist einfach durchgehend warm, durchgehend trocken, kann man eigentlich sagen. Und ein bisschen ein schwieriges Jahr, oder nicht schwierig, aber es ist für mich was Neues. Das hatte ich jetzt in meiner Imkerlaufbahn so eigentlich noch nicht. Zumindest nicht, seit ich das erwerbsmäßig mache. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich wurde immer mal wieder jetzt gefragt mit der Bienenrasse. Also die Bienenrasse, da bin ich völlig schmerzlos. Ne? Da kann ich nichts empfehlen, da will ich auch nichts empfehlen, weil das kommt immer auf die Ausprägungen der einzelnen Zucht oder der einzelnen Königin an. Also ich habe schon fast alles probiert. Was mich mal interessieren würde, ist eine dunkle Biene. Das habe ich schon öfters mal versucht, da was zu bekommen. Das habe ich aber bisher noch nicht hingekriegt, dass ich da irgendwie eine dunkle Biene bekomme oder eine dunkle Königin. Also wenn da einer was weiß, ich würde es gerne mal probieren mit 1, 2 Völkern. Einfach um die mal kennenzulernen und dann vielleicht auch mehr zu machen, weil ich meine, das ist die einheimische Biene hier und würde mich schon auf jeden Fall interessieren. Ja, prinzipiell bei mir ist es so, ich habe ja mittlerweile, ich habe ja viele Völker,
und da wähle ich einfach die besten aus. Gute Vögel lasse ich auch zum Teil selber nachschaffen oder arbeite dann nach Teilen und Behandeln. Und dann haben die ja ihre eigene Königin. Völker, mit denen ich nicht zufrieden bin, da habe ich zwei, drei Völker bei mir. Das sind so immer die besten der letzten Jahre. Die stelle ich dann zu mir und aus denen laufe ich dann um, ziehe da Königinnen nach und die schicke ich dann bei den weniger guten Völkern einfach ins Rennen. Ja, es ist eigentlich, kann man sagen, Grundlage ist schon die Karnika. Ne? Da kommen wir ja oder fast alle Imker in Deutschland ja her. Und dann selektiert man einfach für sich ein Weilchen. Ne? Ich kaufe ab und zu auch mal, wenn ich weiß, da hat einer eine gute Genetik, dann kaufe ich auch mal was dazu. Klar, es interessiert mich auch, ne? was die anderen so machen. Und wenn man sich selber vielleicht ein bisschen verbessern kann, dann ist das ja auch ganz interessant. Und ja, so arbeite ich. Also ich bin da wirklich nicht, ich bin weit, weit entfernt von irgendwelchen Reinzuchtgedanken, von irgendwelchen Handbesamungen oder instrumentellen Besamungen heißt es ja. Ich bin ja da auch wirklich schmerzlos. Ich meine, die Biene muss sanftmütig sein, die muss Honig bringen und die muss gesund sein vor allem. Ne? Also das ist mir eigentlich extrem wichtig und das finde ich auch, das ist für mich die große Kritik an dieser Handbesamung, weil wir haben diese Mehrfachbegattung der Königin, also von verschiedenen Drohnen, von verschiedenen Völkern, also komplett verschiedene Genetik. Und das find, die Natur hat sich das so eingerichtet, um Inzucht zu vermeiden. Und andere Punkte, und das finde ich eigentlich super, da will ich nicht eingreifen als Imker. Ich möchte es so natürlich wie möglich haben. Und die normale Zucht, klar, ich lese aus, oder die normale Vermehrung, ich lese aus den Besten. Ich habe da jetzt auch kein so ein System, dass ich die bewerte mit Schulnoten, in Sanftmut, in Wabenstetig, in was auch immer, das mache ich alles nicht. Ich schreibe eben auf meinen Blechdeckel, das kennt ihr ja, da schreibe ich halt dann Plus drauf, Plus Plus oder Super oder Minus oder was auch immer oder sanftmütig und dann laufe ich irgendwann mal durch meine Bienen durch und suche mir halt die raus, die, wo ich denke, das passt. Ne? Ja, gut, das ist jetzt von hier. Ich muss jetzt weiter, bevor das Gewitter kommt. Und ja, ich muss daheim noch meinen Motor zudecken. Der steht jetzt, den habe ich ausgebaut jetzt, bei meinem T4, der steht jetzt vorm Auto. Und da möchte ich eigentlich nicht, dass es da drauf regnet. Deshalb fahre ich jetzt schnell zurück, decke den zu. Hoffe, dass ich morgen das Getriebe dann runter mache. Also die besagte rundgedrehte Imbusschraube ist offen. Und ja, dann noch ein paar Ersatzteile bestellen und dann hoffentlich nächste Woche das ganze Zeug da wieder zusammen. Weil den brauche ich schon, der fehlt schon. Zum einen ist ein Bus, man kann super viel laden. Zum anderen hat er Allrad. Ich meine, das spielt jetzt bei der Trockenheit keine große Rolle. Aber wenn wir die Völker aus der Edelkastanie holen, der ist relativ unwegsam. Und der Honig dann mit, ich will der ja nicht zweimal fahren, dann ist das ein Gewicht. Und es muss aus diesem alpinen Gelände, kann man fast sagen, raus. Hingewandert haben wir sie ja mit dem normalen PKW und dem Anhänger. Und ja, man musste schon mal schieben. Ne? Also, gut, bis demnächst. Ich gehe los und wir sehen uns. Ciao. Hier mal wieder von der Baustelle T4. Also ihr seht es im Hintergrund, Getriebe ist ab, Motor ist draußen. Die Kupplung ist wirklich rund gewesen. Da bin ich jetzt froh, dass praktisch die Halbzeit erreicht ist. Jetzt die neue Kupplung rein und dann den Motor wieder rein und dann wird das Ganze hoffentlich wieder funktionieren. Heute, ich habe mir bestellt, diesmal jetzt so Gitter, um Propolis zu ernten. Propolis ist ja im Prinzip das so Kitharz von den Bienen. Und das kann man ernten mit diesen Matten aus der Käseherstellung. Also das sind lebensmittelechte Matten. Die legt man im Prinzip in den Bienenkasten oben rein, unter den Deckel. Und dann kitten die Bienen den mit Propolis zu. So ist der Plan.
Also ich habe es noch nie gemacht. Ich habe jetzt einfach mal, um das zu versuchen, habe ich mir mal 50 Stück, glaube ich, bestellt. Die lege ich jetzt einfach mal ein und dann bin ich mal gespannt, wie die Bienen das ausbauen. Also meine Sorge ist immer noch, dass da relativ viel Wachs dann dabei ist. Aber das müssen wir dann einfach mal versuchen, wie das wird. Ich lege die jetzt einfach ein und dann sehen wir über die nächsten Wochen, was da passiert. Also mit einer Hand ziemlich schwierig. Ja, jetzt bin ich hier noch mal kurz bei den Linden vorbeigefahren. Einfach um zu schauen, ob die Bienen hier sind. Und sie sind hier. Also ich weiß, ich denke bei der Kamera, man hört es nicht, aber es summt und brummt. Und insofern ist es ja ganz schön, weil auf den Brombeeren, da hatte ich jetzt vor dem Gewitter keine gesehen. Und da habe ich ja gedacht oder denke ich, dass es einfach zu trocken war. Aber jetzt haben wir doch etlichen Regen bekommen. Vielleicht ist das jetzt gerade für die Linde ganz gut, weil man sagt ja, die Linde muss eigentlich im Wasser stehen, dass es da honigt. Und ja, ist doch schön, ne? Ja, das war's dann auch schon wieder. Fragen gerne wieder in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo. Und dann lasse ich euch noch ganz kurz alleine mit der Lindenblüte. Und dann bis zum nächsten Mal.